Ich zeige dir heute, wie du dir in Logic einen 80s Synthwave Arpeggio Sound bauen kannst und wir gehen gleich ins Projekt. Hören wir uns mal an, was ich hier bisher in diesem Arrangement gebaut habe. Herrlich, oder? 1986, was für eine schöne Zeit. Gut, ich möchte jetzt hier einen Arpeggiator-Sound drüber machen, weil das Intro finde ich jetzt eigentlich ganz gelungen, aber ich möchte hier so ein Achtel- oder Sechzehntel-Synthesizer-Sound drüber haben. Das war ja damals in der Zeit auch ist ja ganz typisch für diese Zeit, haben viele Bands so gemacht. Und dazu hole ich mir als erstes in Logic unseren Retro-Synth, denn der hat die passenden Sounds für diese Zeit. Ich suche mir hier unter Pads das Preset Dynamic Soft Pad, denn das passt sehr gut in die Zeit und das klingt so. Weißt, was ich meine? Es klingt soweit schon ganz gut, allerdings möchte ich die Attack und die Release-Zeit etwas verkürzen, weil wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben hier 16 Arpeggios und wir haben so viel Attack und Release drauf und auch so viel Hall, dann kann man das Arpeggio nicht mehr richtig hören und es wird ein bisschen chaotisch und verschwimmt ineinander. Ich verkürze also hier einfach Attack und Release, das geht hier rechts unten. Und dann klingt die ganze Sache so. Okay, es ist also wesentlich kürzer und so können wir jetzt auch unser Arpeggio programmieren. Und dazu brauchen wir jetzt als nächstes unseren Arpeggiator von Logic selber. Der ist in MIDI FX Plugins und hier haben wir ihn schon. Ich habe ein komplettes, ausführliches Video über den Arpeggiator gemacht. Das verlinke ich dir mal unten in der Beschreibung. Was wir jetzt aber machen wollen, ist, wir wollen es ein bisschen interessanter gestalten. Also ich kann hier natürlich jetzt einfach ein Arpeggio eingeben und dann das Arpeggio von unten nach oben, von oben nach unten, hoch und runter und so weiter spielen lassen. Aber ich möchte ein individuelles Arpeggio gestalten, denn ich finde, diese ganzen Presets, das ist auch immer alles so ein bisschen absehbar, ein bisschen vorhersehbar, weil die immer gleich sind. Das heißt, wir programmieren jetzt ein individuelles Arpeggio, das wir selber hier erstellen können und vor allem ganz wichtig, im Nachhinein auch verändern können. Dazu gehst du hier auf Freihand und hier oben im Mode gehen wir auf Ledge Mode und wählen hier Add. Der Ledge in Verbindung mit dem Add Mode bedeutet einfach, dass ich jetzt hier Akkorde einspielen kann und zwar Note für Note. Ich kann die Noten jetzt hier eingeben und er wird mir diese Noten dann halten und dieses Arpeggio, diesen Akkord hier aufbauen. Wichtig ist natürlich vorher, dass ich weiß, was für Akkorde ich eigentlich einspielen muss für dieses Arrangement. Und da kannst du hier sehen, ich habe mir hier in meiner Spur, hier in den Markern, habe ich mir das eingegeben. Also wir brauchen als erstes A-Moll, dann C-Dur, F-Dur und dann geht es wieder weiter mit A-Moll. Also ich fange mal an hier beim C vielleicht, hier oben, und gebe dann meinen ersten Akkord ein, meinen ersten Arpeggio-Akkord A-Moll. Du hast gesehen, ich habe jetzt hier 8 Noten eingespielt, weil ich ein 16 oder wahrscheinlich ein 16 Arpeggio möchte. In anderen Szenarien, wenn du vielleicht so Triolen-Arpeggios möchtest, kann es auch sein, dass du nur 6 Noten einspielen möchtest. Wichtig ist, dass nachdem du das eingespielt hast, jetzt hier nicht auf Arpeggio drückst, weil sonst löscht er dir hier unten wieder alles, sondern du drückst einfach auf Play. Ja, wenn du auf Play drückst, dann spielt er dir da ein Arpeggio. Wenn du ausmachst, dann ist es wieder aus. Soweit, so gut. Das Problem ist jetzt, das ist jetzt wunderschön, unser Arpeggio, aber wir können es hier oben nicht sehen. Und das Coole ist jetzt, dass wir hier eine MIDI-Drag-and-Drop-Funktion haben in unserem Arpeggiator, das ist die hier. Und ich kann jetzt dieses Arpeggio einfach hier reinziehen. Und jetzt haben wir das schon hier in unserer Spur drin. Du siehst, wir haben jetzt hier also MIDI-Events. Und jetzt ziehe ich hier einfach über die Loop-Funktion dieses Arpeggio bis zum nächsten Akkord. Hier ist jetzt C-Dur, das heißt, ich muss das Arpeggio jetzt ändern. Ich könnte jetzt genau das gleiche Prozedere nochmal machen mit dem Arpeggio. Ich gehe jetzt aber anders vor. Ich kopiere einfach hier mein Arpeggio hier rüber. Das ist jetzt das Geniale, dass du jetzt hier einfach dieses individuell programmierte Arpeggio auch individuell bearbeiten kannst. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist natürlich jetzt hier diesen zweiten Akkord, die Sache hier jetzt auf C-Dur zu ziehen.
Ich mache das Gleiche jetzt auch noch für den nächsten Akkord. Das ist F-Dur. Hören wir mal rein, wie unser Arpeggio jetzt mit dem Arrangement zusammen klingt. Und du hörst, es klingt ein bisschen schräg. Es klingt rhythmisch nicht so ganz gut, weil wir nämlich hier, das ist ein bisschen tricky bei diesem Arrangement, wir haben hier diesen Drum Break. Der geht über eineinhalb Takte, beziehungsweise über drei Takte. Und die hier gehen jeweils eine gerade Anzahl von Takten. Und deswegen stimmt dieses Arpeggio in sich nicht mehr so richtig. Und das Geniale jetzt, wenn wir unser individuell programmiertes Arpeggio haben, dann können wir das auch individuell anpassen. Und das kannst du bei diesen Presets nicht so gut machen. Und deswegen gehe ich jetzt hier einfach nochmal rein. Und damit das Ganze jetzt einfach besser klingt, beziehungsweise in sich stimmiger klingt, hätte ich gerne hier diese zwei Noten hier zuerst noch. Und erst dann das Arpeggio, das hier durchläuft. Dann sind wir nämlich hier hinten wieder, siehst du, genau am Ende, bevor es in den nächsten Part reingeht. Und dann klingt die Sache jetzt so. Genau, und dann sind wir hier wieder auf der 1. Alles, was ich jetzt noch machen möchte, ist, das Ganze noch ein bisschen zu verhallen. Dafür nehme ich mir mein Chroma-Verb hier her und nehme einen Synth-Hall. Zusätzlich setze ich noch ein Stereo-Delay ein. Das bettet so ein Arpeggio auch immer noch ein bisschen weiter hinten im Mix besser ein. Wir stellen das gleich ein und jetzt kopiere ich einfach hier mein Arpeggio rüber. Ich weiß nicht, ob ich es dann über das ganze Arrangement laufen lasse, das sehen wir noch, aber zumindest ist es jetzt fertig. Und hören wir mal jetzt, wie das mit dem Hall und dem Delay klingt. Übrigens, falls du neu bei Logic bist oder vielleicht von einer anderen DAW gerade erst auf Logic umgestiegen bist und mehr solcher Tricks erfahren möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere heiße Tipps, wie du Logic individuell besser an deinen Arbeitsstil anpasst und wie du deinen Workflow extrem verschnellern kannst in dieser DAW. Also Logic Workflow Checkliste unbedingt empfehlenswert, das ist ein PDF, hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung, gefällt dir dieser Synthwave-Style im Allgemeinen und gefällt dir auch unser programmierter Synthesizer hier, unser Arpeggio, hast du damit schon mal gearbeitet mit dem Arpeggiator? Das würde mich sehr interessieren, schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare, ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schick dir viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!